bin's Rosebud und willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein deutsches Video. Juhu! Danke, dass ihr angeschaltet seid. Ich weiß, trotz der verrückten Temperaturen draußen. Genau! Die Temperaturen hier sind einfach unerträglich. 38 Grad, 40 Grad. Ja, und vorgestern im Radio höre ich, dass der Sahara-Wind das ganze Chaos hier verursacht. Erst die Frischlinge und jetzt der Wind. Mensch, dann frage ich mich, hat die Merkel wieder die Grenzen eröffnet oder was? Ja, heute möchte ich ein deutsches Video machen, denn ich möchte euch, ja, ich meine dich auch, erzählen, wie viel Glück ihr habt, dass ihr so eine tolle Frau als Kanzlerin habt. Und ohne weiteren, lass uns damit anfangen. Unsere Bundeskanzlerin Frau Angela Dorothea Merkel ist eine Legende. Sie ist eine Legende, weil sie ist die Führerin, die jede Nation dieser Welt sich wünscht. Und ich bin mir nicht so sicher, wie viele Deutsche da draußen sich überhaupt im Klaren sind, was für ein Glück das ist, so eine Führerin zu haben. Und deshalb habe ich heute für euch fünf Charakteristika von dieser Frau zusammengefasst, sodass ihr ja, eure Augen mehr offen haben könntet, um ja, die Sachen ein bisschen klarer und besser zu sehen und die Frau besser zu schätzen für das, was sie alles geschafft hat und was sie jeden Tag schafft. Okay? Und Punkt Nummer 1. Zuverlässig. Weißt du, wie schwer es ist, heutzutage überhaupt eine zuverlässige Führerin überhaupt in der Nation zu finden? Eine Führerin, die nicht nur ihre Wörter hält, sondern auch eine, die das sagt, was sie auch meint. Wisst ihr, wie schwer es ist, so eine Person überhaupt noch zu finden? Schaut euch einfach die Welt um, was für Leute die Welt regieren. Und dann vergleich alle politischen Prinzipien von unserer Kanzlerin seit ihrem Anfang in 2005 bis jetzt. Und schau mal, was sie immer, wofür sie gestanden hat. Und so werdet ihr bestimmt die Konsistenz erkennen und einfach so einfach wissen, wie zuverlässig sie ist. Weil sie ist eine, wenn sie auf irgendeine Art und Weise an irgendeinen Prinzipien glaubt und dran hält. Es kann, weiß ich nicht, Feuer und Donner regnen und was weiß ich, die Welt runtergehen. Die Frau wird ihre Meinung nicht ändern. So zuverlässig ist sie. So konsistent ist sie. Das heißt, wenn sie irgendwas sagt, du kannst auf ihr Wort zählen, so wird es auch sein. Ihr müsst alle nicht unbedingt das mögen, worauf sie steht. Ihr müsst das nicht akzeptieren, wofür sie steht. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das nicht ein kleines bisschen schätzt, dass sie eine Person, worauf ihr vertrauen könnt, dass ihr Wort auch das, worauf sie steht und dass sie einfach das Wort hält. Ja? Abgesehen davon, dass ihr vielleicht ja, anderer Meinung seid, wenn es um die politischen Interessen und politische Entscheidungen geht. Aber einfach dieser Gedanke, dass die Frau zuverlässig ist und auf ihr Wort zu zählen ist. Ich denke, das ist eine Sache, worauf ihr einfach stolz sein könnt. Und auf die. Das zweite Charakteristikum unserer Kanzlerin ist die Optimismus. Ja, kein Wunder, dass ihr Slogan heißt, wir schaffen das, denn die ist die Frau, die glaubt, dass Deutschland alles schaffen kann, was Deutschland sich vorgenommen hat. Ja, sie hat an
Integration geglaubt, sie hat an die Zusammenleben von verschiedenen Kulturen und Traditionen und Hintergründe geglaubt, sie hat einfach an die Entwicklung, an Fortschritt geglaubt. Und so eine Führerin wünscht sich jeder, eine Führerin, die an das Gute und nicht an das. Das dritte Charakteristikum unserer Kanzlerin ist, dass sie an die Einigkeit glaubt. Es liegt vielleicht daran, dass sie damals in den Osten geboren ist oder geboren worden ist und nach dem Fall der Mauer, dass sie diese Freiheit erlebt hat, dass sie beide Welten erlebt hat. Die eine Welt, wo man als isoliert alleine lebt und die eine Welt, wo man offen und mit allen zusammenarbeiten kann. Und deswegen denke ich, weiß ich sehr zu schätzen die Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten. Sie ist die Frau, die glaubt, dass zusammen ist man stärker, als wenn man alleine arbeitet. Wenn man zum Beispiel vergleicht mit der Regierung in den USA, mit Präsident Trump, man merkt, dass Trump das Gegenteil setzt. Der setzt an Segregation und an Trennung. Auf welche Gründe auch immer, ob es Religion, Rasse, ökonomischer Hintergrund, Reichtum, was weiß ich, alle mögliche. Und die Kanzler Merkel ist ja eher das Gegenteil. Sie glaubt, dass alle Menschen den gleichen Rechte haben, sich das Beste aus ihr Leben zu machen. Sie glaubt, dass jeder Mensch, dass alle Menschen gleich sind im Grunde genommen. Und ich denke, so eine Führerin zu haben, ist einfach so schätzenswert. Das werden wir so sehr vermissen. Das werden wir vermissen. Ja. Das vierte Charakteristikum von dieser unglaublichen Frau ist, dass sie in eine Welt, was durch den Männern dominiert wird, sich wirklich durchsetzt. Wenn man sich die ganze Treffungen, ob es die G20, G8-Treffungen oder wo auch immer sie auftaucht und mit bedeutungsvollen Menschen zu tun hat und unterhält, man merkt schon, dass sie die Hosen hat, die Hosen anhat. Man merkt, dass sie ist eine Frau, die ihre Meinung sagt, egal ob die anderen ihre Meinung sind oder nicht. Sie ist die Frau, die für ihre Werte, für ihr Glauben durchsetzt. Und es wird schwierig, wieder so eine zu finden, die einfach nicht die Klappe hält, wenn es auf hart kommt, sondern drauf besteht und nochmal drauf besteht, bis jeder ihre Meinung gehört hat und sich Gedanken drüber gemacht hat. Es ist nicht einfach, jemand so wie die Kanzlerin zu finden. Ich bewundere sie. Punkt Nummer 5, und ich denke, das ist der Punkt, an dem die meisten wahrscheinlich nicht meine Meinung werden, denn es geht um Sympathie. Genau. Und ich denke, aufgrund ihrer Mimik oder ihrer Gesichtsausdruck, es wird vielleicht nicht so rüberkommen, als wäre unsere Kanzlerin sympathisch. Aber wenn man hört, was sie sagt, wenn man sieht, wie sie mit Leuten interagiert, wenn man schaut, wie zum Beispiel mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeitet oder umgeht, man merkt sofort eine Sympathie. Man merkt, dass sie gerne zuhört und sich auch ab und zu in den Schuhen von den anderen setzt und einfach nur eine gewisse, ja, Menschlichkeit rüberbringt. Das kommt wahrscheinlich nicht so gut rüber, denn sie hat eine sehr strenge Gesichtsmimik, aber ihre Taten sprechen definitiv lauter und die sprechen für Sympathie. Yeah.